Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video geht es darum, wie du trainieren kannst, um deinen schwachen und deinen starken Fuß gleichzeitig zu fördern und gleichzeitig zu trainieren. Kommen wir zur allerersten Übung. Die erste Übung ist, es klingt einfach, aber so ist es auch, Ball hochhalten. Ja? Das bedeutet, du hältst den Ball einfach immer mit links und rechts gleichzeitig hoch. Dabei kannst du vielleicht mal ein bisschen nach oben gucken, ab und zu. Das trainiert dann noch mehr auch kognitiv. Das garantiere ich dir, deine Ballbehandlung ganz stark fördern und trainieren. Und besonders auch deine Beidfüßigkeit. Weil dein schwacher Fuß es verstehen wird, die gleiche Bewegung wie dein starker Fuß zu machen. Und so soll es dann später natürlich auch im Spiel sein. Ein Pass mit dem linken Fuß soll genauso sein wie ein Pass mit dem rechten Fuß. Deswegen einfach rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Solange wie du kannst, kannst auch mal eine andere Variante einbauen. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Wie auch immer. War gerade ein bisschen durcheinander, aber ich denke, du weißt, was gemeint ist. Das kannst du ganz lange ausführen und du wirst wirklich merken, dass es deine Ballbehandlung fördern und trainieren wird und auch deine Beidfüßigkeit. Ja. Wir kommen zur zweiten Übung. Zweite Übung ist auch wieder eigentlich recht leicht. Du baust dir einfach zwei Gegenstände ungefähr im Abstand von 9 bis 10 Metern auf. Jetzt machst du zwei verschiedene Varianten. Die erste Variante ist, dass du immer mit einem Fuß einen Außenrisskontakt machst, mit dem gleichen Fuß Innenrisskontakt, Außenrisskontakt mit dem anderen Fuß Innenrisskontakt. Außen, in, außen, in, außen, in, außen, in, außen, in. Okay? Ich zeige es dir nochmal bis zum Hütchen in realer Geschwindigkeit. Achte bei dieser Übung bitte ganz besonders darauf, dass du schön in die Knie gehst. Weil da hast du eine viel bessere Balance, eine viel bessere Beweglichkeit und kannst den Ball viel besser nach außen und wieder nach innen spielen. Ich zeige es dir noch einmal. Big Edition. Zweite Variante sieht folgendermaßen aus, ähnlich wie die erste Variante. Du hast immer zwei Außenkontakte, einen Innenkontakt, zwei Außen, einen in, zwei Außen, einen in, zwei Außen, einen in, zwei Außen, einen in. Dritte und letzte Übung sieht folgendermaßen aus. Du baust dir quasi so einen kleinen Parcours auf mit, ja, 5 Gegenständen, ganz egal welche Gegenstände es sind. Wir wollen jetzt bei dieser Übung explizit die Außenrisskontakte üben und trainieren. Du fängst an, indem du immer zwei Kontakte auf einer Bahn von einem Hütchen zum anderen Hütchen hast und zwei Kontakte, um das Hütchen rumzukommen. Hier also zwei Kontakte mit dem rechten Außenriss. Dann zwei Kontakte, um das Hütchen rumzukommen, zwei Kontakte mit dem linken Außenriss, zwei Kontakte, um rumzukommen und so weiter. Und hier schießt du dann einfach ab ins Tor. Ich zeige es dir einmal in realer Geschwindigkeit. Natürlich, wenn du schon etwas besser kannst, ein bisschen mehr Tempo mit einzubauen. Ich hoffe, du hast die Übung verstanden. Diese ganze Trainingseinheit kannst du bis zu 3-mal pro Woche ausführen, um wirklich intensiv deinen starken und schwachen Fuß gleichzeitig zu trainieren. Jetzt haben wir dir 3 Übungen gezeigt, die du machen kannst, um deinen starken und deinen schwachen Fuß gleichzeitig in einem Training zu fördern und zu stärken. Deine Ballbehandlung weiter zu optimieren. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat
und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.